Ich denke, es ist jetzt ganz wichtig, sich auf diese wirklichen Stärken zu besinnen. Und da möchte ich nochmal aus zwei Quellen das nochmal auch nochmal weiter ausführen. Und zwar auch nochmal die Wesensmerkmale, das geht jetzt sozusagen nahtlos ineinander über, speziell wirklich der Deutschen. Und das, was ich jetzt hier zusammentrage, das habe ich von Wilhelm Thöel übernommen. Kenne ja die einen oder anderen auch. Und er hat das, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Zumindest hat es für mich sich sehr nicht nur schlüssig angefühlt, sondern es hat sehr stark auch in mir resoniert. Er sagte, unser stärkstes Merkmal, was uns auszeichnet als Deutsche, das ist unser Organisationstalent. Ja, du kannst, sag ich mal, Deutsche nehmen, die kannst du irgendwo in der Wüste absetzen oder in irgendeine unwirtliche Gegend und innerhalb von wenigen Jahren bauen die da, sag ich mal, eine blühende Oase auf, weil die können gar nicht anders. Die strukturieren das alles, die bringen da Ordnung in den Raum rein, das können sie. Das ist einfach diese Art von Herangehensweise an Probleme. Es geht um das Thema Liebe zur effizienten Bewältigung alltäglicher Arbeiten. Ja? Also die sogenannte deutsche Gründlichkeit. Das ist einfach so. Ja? Die Menschen lieben es, die Dinge gut und gründlich zu machen. Ja? Sie streben Perfektionismus an. Das ist eine typische Eigenart, die du immer wieder findest. Ja? Da geht es nicht um irgendwie nur, ich sage mal, einfach nur Hauptsache, ich habe irgendwas, was ich verkaufen kann, sondern nein, es muss Qualität haben. Es muss gut sein. Es muss nachhaltig sein. Es muss robust sein, es muss gut funktionieren können. Das sind alles so Dinge, die entstehen aus einer bestimmten Geisteshaltung. Es geht um, was hat er noch gesagt? Es geht um das unermüdliche kreative Schaffen und dieses Streben nach ständiger Verbesserung. Also dieses typische Tüfteln, ja, oder dieser Erfindergeist, der sich mit dem Status quo nicht zufrieden gibt, sondern immer Verbesserungen anstrebt. Er hat noch gesagt, es geht um die Hingabe oder Verpflichtung zum eigenen Wirken im Sinne eines tüchtigen Arbeitens, das Würde verleiht. Das heißt, die Arbeit, die Tätigkeit, die ein Mensch nachgeht, ist auch Ausdruck seiner Würde, seines Inneren. Das heißt, dieser kreative Schöpfungsakt, das ist nicht einfach nur eine stupide Arbeit, die man einfach nur abarbeitet, also völlig hirnlos und sinnlos. Sondern die Arbeit ist ein Teil meines kreativen Potenzials. Ich drücke mich über diesen Prozess aus und sehe dann, was ich erschaffen habe und erfreue mich daran, was ich erschaffen habe. Und dann fange ich an, das, was ich erschaffen habe, von allen Seiten zu betrachten und mir zu überlegen, kann ich es nicht noch besser machen? Das ist die Eigenart. Dann geht es um die Rücksichtnahme auf den Nächsten und das Gemeinwohl. Toleranz, Nächstenliebe, Herzlichkeit. Und jetzt ein ganz entscheidender Punkt, es geht um die Liebe zur Freiheit. Und du kannst ja überlegen, ein Land, das dermaßen malträtiert wurde in den letzten 200 Jahren durch so viele Kriege, Fremdbesetzungen, nur in solchen Ländern, aus meiner Sicht, kann der Geist der Freiheit wirklich auferstehen. In einem Land, wo das nicht der Fall ist, wo kein Drangsal herrscht, wo, also was auch Schiller gesagt hat, wo also nicht dieser Zwang ständig ausgeübt wird. Wie soll da dieser Impuls reifen? Wie soll dann diese Kraft, diese innere Kraft entstehen, die sagt, nein, ich will frei sein. Ich habe keine Lust mehr, mich hier ständig drangsalieren zu lassen. Das kann nur dort entstehen, wo am meisten Unfreiheit von außen aufgefropft oder den Menschen übergeholfen wird. Ja? Das heißt also, wenn man das mal so betrachtet, scheint ja das, was wir hier alles erleben, auch irgendwie einem höheren Sinn zu dienen. Was ich auch schon mal in anderen Interviews gesagt habe. Für mich ist das ein spirituelles Abhärtetraining. Und ein Abhärtetraining, das wissen wir aus dem Sport, dient dazu, dass wir am Ende stärker werden. Hier geht es aber um eine geistig-spirituelle Abhärtung. Wie Schiller sagte, es ist nicht des deutschen Größen, ob zu siegen mit dem Schwert. Ja, er kann mit dem Schwert kämpfen, der Deutsche. Kann er machen. Aber seine wirkliche Stärke liegt völlig woanders. Und solange wir uns aber immer, sag ich mal, da wegführen lassen, indem wir uns vielleicht für fremde Interessen einspannen lassen, wo wir dann für fremde Interessen in den Krieg ziehen, ja, werden wir immer im Grunde leiden müssen, weil wir nicht unsere wirkliche Stärke leben, die im Geistesleben offensichtlich liegt. Und da möchte ich nochmal abschließend für diesen Frage Rudolf Steiner hier zitieren. Der auch sagt, wir Deutschen haben in dem Weltenplan eine Aufgabe, einen Auftrag, den wir erfüllen müssen. Weil der Weltenplan, der ist, naja, ich will nicht sagen vorgegeben, aber da gibt es eben bestimmte Stufen,
die für bestimmte Völker oder bestimmte Menschen vorgesehen sind, dass sie in einem bestimmten Zeitfenster eine bestimmte Lernaufgabe erschaffen, damit später andere Völker auf dieser Stufe aufbauen können. Und wenn diese Entwicklung ausbleibt, dann kommt das ganze Räderwerk des Weltenplans, ich sage mal, durcheinander oder verzögert sich. Ja? Und dann kann es unter Umständen nötig sein, dass wieder so eine Art Fegefeuer kommen muss, um zu sagen, okay, das Experiment Menschheit ist an dieser Stelle gescheitert. Die haben es nicht hingekriegt, ihren Auftrag auszuführen, trotz aller Widrigkeiten oder wegen der Widrigkeiten haben sie es nicht geschafft. Ja? Und das muss man sich bewusst machen. Also wir alle, die wir hier sind, sind jetzt hier, weil wir offensichtlich mithelfen sollen, etwas ganz Wesentliches in die Welt zu tragen. Rudolf Steiner spricht von den Deutschen, von den Menschen der Mitte. Logisch. Wir befinden uns ja zwischen Ost und West. Und ich hatte ja schon in einem anderen Interview auch gesagt, es geht ja auch darum, der Materialismus des Westens, die Spiritualität des Ostens kommen hier zusammen. Und es entsteht hier etwas Neues. Ja, das heißt, worum geht es? Es geht um die Vereinigung von Wissenschaft, und zwar materieller Wissenschaft, und Religion durch die Geistwissenschaft auf einer höheren Ebene, sozusagen diese Metaebene. Also es heißt für uns Förderung der Geisteswissenschaften auf allen Ebenen, denn laut Rudolf Steiner haben die Deutschen die Führungsaufgabe im spirituellen Bereich, und zwar für die ganze Menschheit. Das kann wieder falsch verstanden werden, wurde in der Vergangenheit auch immer falsch verstanden. Ja, man könnte es vielleicht anders vergleichen. Es ist sinnlos, erwachsene Menschen mit Kindern zu vergleichen. Ja, Eltern mit ihren Kindern. Man versteht doch klar, dass Eltern reifer sind, dass Eltern mehr Erfahrungen haben und dass sie natürlich auch vorgeben müssen, um die Kinder zu schützen, wo sie sich, sagen wir mal, hinbegeben dürfen und wohin nicht, wo es einfach Gefahren gibt. Und es gibt offensichtlich in dem Weltenplan bestimmte Menschen, Völker, die aufgrund ihrer individuellen Reife zu bestimmten Aufgaben verpflichtet sind, um dem großen Ganzen zu dienen. Das heißt, um die Entwicklung. Und es geht hier immer nur um Entwicklung. Das muss man verstehen. Auf der höchsten Ebene geht es eigentlich immer nur um die Entwicklung. Und diese Entwicklung wird getragen von eben bestimmten Menschen. Die, die Verantwortung haben, wenn sie, sag ich mal, mehr Wissen haben, tragen sie mehr Verantwortung. Mit dieser Verantwortung müssen sie auch natürlich schauen, dass die anderen mitkommen. Denn das Gesetz der Entwicklung sagt ja, wenn du selber weiterkommen willst, dann hilf anderen auf deine Stufe, damit du die nächste Stufe erklimmen kannst. Und so ziehen wir alle nach und nach letztendlich aus dem tiefen Materialismus wieder raus. Das heißt, die Deutschen haben aufgrund ihrer Eigenart, ihrer Denkweise, die Verpflichtung, kann man sagen, hier in diesem Bereich die spirituelle Führungsrolle zu übernehmen. Aus der Verantwortung heraus, nicht um damit jetzt andere zu übertrumpfen, zu knechten, zu unterdrücken. Das ist wieder völlig falsch verdreht. Ja? Das geht also hier um die Förderung ja, der Geisteswissenschaften und auch der sozialen Nächstenliebe. Und zwar das in die Welt zu tragen. Wir müssen nämlich eine Sache jetzt verstehen. Momentan haben wir eine Situation in der Welt, oder wenn man so will, die ganze Geopolitik der Welt dreht sich eigentlich um uns. Und ich denke, in Zukunft wird es so sein, das ist jetzt keine Prognose, aber das kann man aus den Entwicklungen, die wir sehen, ableiten, werden sich eben bestimmte Kräfte, die momentan noch sehr viel Einfluss nehmen, einfach aufgrund der Entwicklungen da, wo sie sich jetzt momentan befinden, zurückziehen. Das heißt, die Besatzermächte müssen sich zurückziehen aus verschiedensten Gründen. Es entsteht ein Machtvakuum. Die Frage ist nur, wer füllt jetzt dieses Machtvakuum auf? Laut Rudolf Steiner müssen wir das tun. Warum? Weil wir die Fähigkeiten dazu haben und die Verpflichtung dazu haben. Das heißt, wir haben die Aufgabe als Deutsche, mit dieser bestimmten Geisteshaltung den Frieden in die Welt zu bringen und die Völkerverständigung, also die Toleranz und die Verbindung herzustellen. Das heißt, wir haben diese Fähigkeit und es ist die Verpflichtung, die wir haben. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, wenn dieser Krieg, in dem wir uns befinden, diesem spirituellen Krieg, in dem wir uns befinden, und eben bestimmte Kräfte sich zurückziehen, dieses Machtvakuum aufzufüllen. Aber nicht, um dann über andere zu herrschen, sondern um eben genau das Gegenteil zu bewirken. Die Menschen unter einem Leitbild zu vereinigen, zu verbinden. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Denn es geht ja auch darum, den Materialismus zu überwinden, der ja momentan wirklich die Menschheit knechtet, das Arimanische, wenn man so möchte. Ja. Das geht es im Grunde zu überwinden.
Es geht aber auch darum, er spricht von der sogenannten menschlichen Ich-Kraft. Diese Ich-Kraft, dieser Christus-Impuls, dieses Jesus Christus, also dieses Ich, so nennt er das, zu entwickeln. Und wir haben diese Aufgabe, das in uns zu kultivieren und dann in die Welt zu tragen, dieser geistige Impuls. Ja. Und letztendlich, und das ist jetzt wieder das Interessante im großen Weltenplan, müssen wir jetzt eine bestimmte Entwicklungsstufe nehmen oder erklimmen, damit dann auf der nächsten Stufe eine andere Volksgemeinschaft eine weitere Aufgabe hat. Er spricht hier von den slawischen Völkern, die quasi in der nächsten Runde, in der nächsten Epoche, die führende Aufgabe haben, nämlich dem Zeitalter der Brüderlichkeit. Ja, die slawischen Völker, laut Rudolf Steiner, übernehmen dann die Aufgabe, sozusagen ja, die Brüderlichkeit in der Welt zu kultivieren. Aber wir haben jetzt die Aufgabe, also sozusagen die germanischen Völker oder die Menschen aus Mitteleuropa haben jetzt die Aufgabe, diesen nächsten Schritt der Verbrüderung geistig vorzubereiten. Das ist also, wenn man sich das mal überlegt, der Punkt.